die Adresse gekriegt. Und als sie dann nach den Ferien wieder nach Hause sind, nach England, nach Dänemark, nach Holland, Belgien, überall, wo die herkamen. Und da haben die mir Zeitungsausschnitte geschrieben. Ich bin dann zum Elvis gegangen, hab's unterschreiben lassen. Hab's wieder dorthin geschickt. Okay. Det, som Claus Kurt siger, det er, at han har brugt rigtig meget af sin tid her, lige på den her adresse her. Der er nogle billeder, jeg lige viser om 2 sekunder. Han sagde også noget andet, jeg synes, der var lidt sjovt. Han sagde, at hver gang et eller andet sted i Europa, hvor der var en ung menneske, der var stukket af hjemmefra, så kunne de næsten altid finde dem her. Hvad hedder det? Men han sagde også noget andet sjovt. Han sagde, at når de her unge mennesker kom fra hele Europa, og han nævnte også Danmark, for at se sin skæbne på bilen der fra Sverige og så videre. Så lavede han udviklede han adresser med de her unge mennesker. Og når de så kom tilbage til deres hjemland, så sendte de ham til. Det kunne være avisudklip, det kunne være billeder og alt muligt, og så bad de ham om at gå herned og få hjælp til at signere det og sende det tilbage igen, og det gjorde han en masse af det hver dag i år i Svart. Og her er der et billede. Elvis fra Bornebisch, der hat mit jeden fotografieren lassen. Der ist sich eher reingegangen, bis jeder ein Autogramm hatte. Claus har taget det her billede. Og det her billede. Han har taget mange flere billeder, men lige dem, jeg står med nu. Og de tager lige der, hvor vi står nu. Und im Sommer 59 kam dann an der mittleren Tür, da kam ein Schild dran, Autogramme. Abends von 19 bis 20 Uhr, oder 19.30 Uhr bis 20 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, ich müsste mal nachgucken. Ja. Und da musste man also gar nicht warten. Es waren hier sehr viele Kurgäste. Ja. In Bad Nauheim, die haben alle irgendwie Verwandte gehabt, also vom Rheinland-Pfalz oder von Nordrhein-Westfalen. Da habe ich gesagt, geh doch mal zum Elvis, der ist in Bad Nauheim, hol ihm mal ein Autogramm. Und dann haben die, also wenn der Elvis dann um 5 Uhr hier eingetroffen ist, hat hier alles vollgestanden. Und diese Leute mussten um 6 wieder im Sanatorium sein, die waren jetzt zur Erholung hier. Ja. Da mussten die also schnell abgefertigt werden und da haben die dann eine Autogrammstunde gemacht. Und der Elvis hat seine Crew da unterrichtet, da musste die Elisabeth Elvis Autogramme schreiben, der Red West, der Lama Feig und der Vernon. Die haben dann die haben es ja nicht gesehen, gell? Und da haben die gesehen, also Autogrammstunde von dann sind die hingegangen, haben das geklingelt, haben das reingegeben. Ja. Und dann kam nach 2 Minuten, kam die Elisabeth, hat es wieder ausgeteilt da und dann sind die Leute abgezogen. Die hatten die Autogramm gehabt, gell? Allerdings ein falsches. Gell? Ja. Und ich bin das erste Tag, wo das war die Angelika, die kennt ja auch viele, hat gesagt, guck mal Claus, da ist ein Schild, da brauchen wir gar nicht zu warten, bis der Elvis kommt oder bis er rauskommt. Mhm. Und da hatte ich gerade 5 neue Postkarten. Da bin ich da reingegangen, habe geklingelt, aber Elisabeth hat mir die abgenommen. Und so habe ich da gestanden, habe 2 Minuten gewartet, da kam die Elisabeth wieder an die Tür, hat mir die Autogramme gegeben. Und in dem Moment, wir hatten ja gar nicht drauf geachtet, ist hier der Elvis vorgefahren mit dem Auto.